So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit meiner Kritik zu Noah, der neuen Bibelverfilmung. Und ja, ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen was zur Grundstory, also die, die in der Bibel steht, und dann die Unterschiede zum Film. Die Grundstory der Arche Noah dürfte eigentlich den meisten bekannt sein, und es geht darum, dass Noah eine Vision bekommt, dass Gott die Erde von den Menschen reinigen will, weil die einfach nicht seine Schöpfung so wertschätzen, wie er das eigentlich haben möchte. Um alle anderen Geschöpfe vor der Sintflut zu bewahren, baut Noah eine Arche. Von jedem Lebewesen sollen zwei auf die Arche, ein männliches und ein weibliches, um den Bestand zu schützen sozusagen. Zusammen mit seinen Söhnen baut Noah die Arche. Als die Sintflut kommt, dauert diese nur etwa 40 Tage, bis das Wasser nach und nach zurückgeht. Und durch eine weiße Taube, die einen Ölzweig im Schnabel trägt, wissen sie, dass das Wasser zurückgegangen ist und sie wieder an Land können. Soweit die Grundgeschichte, allerdings gibt es einige Unterschiede. Zum Beispiel im Film flieht Noahs Familie vor den anderen Menschen, die zum Beispiel Tiere töten und diese dann essen und auch die Schöpfung nicht so schätzen wie er. Dabei finden sie ein Mädchen und beschließen daraufhin, sich um das Mädchen zu kümmern und sie mitzunehmen. Auch helfen Noah nicht nur seine Söhne beim Bau, sondern auch die sogenannten Wächter. Das sind so eine Art Schützer der Erde, die früher Licht waren, und als sie früher mal den Menschen geholfen haben, sind sie auf die Erde gekommen, aber Gott wollte das nicht und hat ihnen sozusagen dann mit Erde und Geröll und Gestein ummantelt. Und jetzt sind das halt so riesen Steinkolosse. Und die helfen ihm beim Bau und beschützen dann die Arche auch. Insgesamt ist die Geschichte wesentlich detaillierter erzählt, weil wenn man sich anschaut, die Geschichte aus der Bibel, die ist relativ schnell erzählt. Es gibt wesentlich mehr Details, wesentlich mehr Ausschmückungen. Allerdings sind auch Teile drin, die ich sehr gut finde, wie zum Beispiel, dass auch andere Menschen mit auf die Arche wollen. Das ist ja durchaus verständlich, dass die auch ihr Leben retten wollen. Und ich frage mich auch so ein bisschen, was ist dann eigentlich mit den anderen Tieren? Es gibt ja mehr als zwei Tiere von jeder Art. Was ist dann mit denen? Ist das denen alles scheißegal oder so? Und es bilden sich dann so Gruppen, so Gruppierungen auf. Nämlich auf der einen Seite ist Noah, der halt das tut, was Gott ihm seiner Meinung nach alles aufgetragen hat. Zum Beispiel auch keine anderen Menschen außer seiner Familie auf das Boot zu lassen. Dann seine Söhne, die sozusagen warum können wir nicht die Unschuldigen retten? Also die nicht angreifen und die nicht nur sozusagen das Schiff wegnehmen wollen. Und dann gibt es noch den Rest der Menschheit, der einfach so an sich überleben will, wo natürlich auch viele Böse dort dabei sind, so werden sie genannt. Also die sind nicht gut und die möchten einfach die Schöpfung zerstören. So. Russell Crowe nimmt man den teilweise besessenen Noah durchaus ab. Aber auch Emma Watson liefert richtig gut ab und kann durchaus überzeugen. In vielen Szenen werden starke Emotionen von den Schauspielern gezeigt, die aber teilweise nicht so wirklich überzeugen können und ja einfach nicht wirklich gut rüberkommen. Und ja, von der technischen Seite her muss ich leider sagen, dass es natürlich wieder ein nachbearbeiteter 3D-Film ist und der räumliche Effekt ist sozusagen entweder nur sehr selten oder fast gar nicht spürbar oder sichtbar. Also man denkt, man sieht die ganze Zeit ein 2D-Bild, weil es einfach nicht auffällt, dieser 3D-Effekt. Es gibt natürlich sehr viele epische Bilder, wie die Sintflut beginnt. Das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus. Allerdings gibt es auch viele Szenen, die halt auch animiert wurden und die sehen halt wirklich richtig plastisch aus. Da merkt man, da wurde animiert, vor allem auch mit den Tieren und so, deswegen, da hätte man mehr Arbeit reinstecken können und es wirkt so ein bisschen, ja, schnell gemacht, damit es fertig wird. Und sieht nicht so schön aus. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Noah entspricht nicht hundertprozentig der Originalgeschichte aus der Bibel. Hier werden weitere Aspekte mit eingebracht, die auch nachvollziehbar sind. Aber auch die teilweise unmenschliche Art von Noah und die fast ein Jahr andauernde Sintflut passen einfach nicht zur biblischen Geschichte. Natürlich ist es nachvollziehbar, dass man versucht, die Geschichte der breiten Masse zugänglich zu machen,
Dennoch sollte man nicht zu viel dazu dichten, wie ich finde. Man sollte eher schon einige Sachen, da, wie zum Beispiel diese Kolosse, die finde ich eigentlich, ja, das passt einfach nicht. Und das Komische ist auch, dass trotz dieser Kolosse es ewig braucht, dieses Schiff zu bauen. Und es wirkt auch so ein bisschen komisch, dass die damals, das ist ja wirklich jetzt nicht gerade gestern gewesen, dass die einfach da so ein Wissen schon haben und das alles bauen können und so. Das wirkt alles so ein bisschen, ja, ja, wie kamen die zu dem Wissen? Auch so teilweise so Steine, die so leuchten, die dann Feuer machen, ist auch ein bisschen komisch, ob das dann was Himmlisches ist oder so. Auch die schlecht gespielten Emotionen und die Gewalt gegen Menschen an sich. Also Noah tötet in dem Film wirklich viele Menschen. Und die schlechten Animationen und das auch das schlechte 3D trügen einfach das Gesamtbild und deshalb muss ich sagen, kann ich Noah fürs Kino eigentlich nicht empfehlen. Also mir, ich hatte nicht wirklich viel Spaß im Kino. War zwar ganz nett und hat gut ausgesehen, aber irgendwie hat der Film mich nicht wirklich angesprochen. Ich war vor Anfang sehr gespannt drauf, wie sie es umsetzen. Leider haben sie es nicht wirklich gut umgesetzt, ein bisschen zu viel dazu gedichtet. Und ja, ich kann nur sagen, schaut euch den lieber mal später auf Blu-ray oder DVD an. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Links kommt ihr zu meiner letzten Kritik, darunter zu der Playlist mit all meinen Kritiken. Und rechts kommt ihr zu meinem letzten Commentary. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.